So, herzlich willkommen zurück bei Sherlock Holmes, die Spur der Erwachten. Wir betreten nun das Klassenzimmer und schauen uns mal ein wenig hier um. Es sieht hier eigentlich gar nicht mal so schlimm aus. Hier sind ein paar Holzbausteine, Karten, Spielbretter. Das Einzige, was hier ein bisschen schlimm aussieht, ist dieser. Damit werden wohl freche Schüler bestraft. Ein wenig übertrieben. Genau, dieser. Diese Vorrichtung, wo man dann stehen muss. In einer bestimmten Position. Das wird sich sicher als nützlich erweisen. Oh Und jetzt ja. ist es an der Zeit, mich in den guten Professor Schwarz zu verwandeln und Wolf einen Besuch abzustatten. Okay, wir können, glaube ich, das mit der, genau, so kombinieren. Und das Toupet benötigen wir anscheinend überhaupt nicht. So, was haben wir hier noch? Brief von Professor Herzog. Sehr geehrter Herr Dr. Gygax, Ihre Angestellten teilten mir mit, dass Sie vor meiner Abreise keine Zeit mehr hatten, mich zu empfangen. Da Sie während unseres letzten Treffens andeuteten, dass Sie künftig meine Verantwortlichkeiten am Institut wahrnehmen werden, dachte ich, ich hinterlasse Ihnen einige Notizen. Bitte glauben Sie mir, die mir von den Gesundheitsbehörden übertragene Mission ist keine einfache und die Nachforschungen lohnen sich. Deshalb fragte ich nach den persönlichen Unterlagen jedes Patienten und den Aufzeichnungen und nach dem besonderen Grund, warum sie manche Patienten nicht in der Gruppe haben wollten. Es ist zwar meine erste Anstellung, aber ich glaube, diese Entscheidungen wurden nicht ordnungsgemäß getroffen oder nicht so, wie man sie in ähnlichen Einrichtungen trifft. Weitere Untersuchungen werden zeigen, ob dies der Wahrheit entspricht. Doch das ist nicht der Grund für meinen Brief. Ich möchte Ihre Aufmerksamkeit noch einmal auf den anonymen Patienten lenken, den Sie in die Wäscherei versetzt haben, womit ich zufrieden war. Vor 3 Tagen war ich Zeuge eines erneuten Wiedererwachens von ihm. Ich versuchte gerade, ihm ein paar extrem einfache Grundsätze der Schwerkraft nahezubringen, als er dazu überging, meine Fragen an der Tafel zu beantworten. Auf seine typisch mechanische Art. Bevor ich ihn aufhalten konnte, schrieb er wortlos eine Folge von Gleichungen hin, mit denen ich nichts anfangen konnte, da sie mein Wissen auf diesem Gebiet überstiegen. Ich schrieb sie ab, bevor er sie wieder wegwischen konnte, und durchsuchte entsprechende Texte in der Bücherei der Universität. Zu meiner Überraschung stellte seine Gleichung exakt die relative Bewegung von Himmelskörpern in unserem Universum und ihre gegenseitige Beeinflussung durch die Schwerkraft dar. Ich verstand nicht einmal die Hälfte dieser Berechnungen, konnte aber sehen, dass sie keinen Fehler enthielten. Ausgehend von diesen Fakten möchte ich gerne, dass Sie ihn ins Universitätskrankenhaus bringen. Ich habe mir die Freiheit genommen, einen ehemaligen Kollegen zu kontaktieren und alles für Transport und Unterbringung arrangiert. Man erhofft sich große Erfolge bei der Behandlung seiner Amnesie, wenn man ihn mit Leuten gleicher Ausbildung und gleichen Wissens konfrontiert. Ich hoffe, dass Sie meiner Bitte entsprechen. G. Herzog. Wer ist dieser anonyme Patient? Vielleicht hat er eine Akte wie die anderen Patienten. Okay, ein anonymer Patient, der mehr kann als diese einfachen Rechnungen. Und hier gibt es auch noch so einen Stuhl, wo man festgeschnallt werden kann. Und ich habe mich auch gefragt, ob das hier irgendwie Schlagstöcke sind, die an den Enden schon ganz rot sind, von Blut getränkt. Ich weiß es nicht. Kann ich jetzt über die Karte nach unten gehen? Ja. Gut, Wolf, dann möchte ich erst einmal mit dir reden. Also, Wolf, wie ich sehe, hast du deine Lektion gelernt. Hervorragend. Professor Schwartz? Ich gratuliere dir, Wolf. Von deinen anderen Klassenkameraden kann ich leider nicht dasselbe sagen. Ich bin sehr unzufrieden mit ihrem Verhalten, denn wie es scheint, haben sie geschummelt. Professor Schwartz, Sie haben sie gesehen, nicht wahr? Ich kann meine Lektionen. Ich arbeite immer so hart. Und die anderen schreiben einfach von mir ab. Ich weiß, mein Junge, ich weiß. Aber Ihr Anführer, der ist Doktor, nicht wahr? Ja, Herr Professor, ja. Er ist der Gemeinste aus der Gruppe. Manchmal versucht er, mich von meinen Lektionen abzuhalten. Er sagt, er wird mich wie die anderen behandeln, die nicht wie wir sprechen und die so schrecklich laut schreien, wenn er sie bestraft.
Aber ich bleibe bei meinen Lektionen und ich sage den ganzen Tag lang das Einmaleins auf. Er kann mich nicht daran hindern. Das ist gut, mein Junge. Ich bin stolz auf dich. Jetzt brauche ich deine Hilfe. Wo treffen sie sich? Ich muss sie finden und dafür sorgen, dass sie die Bestrafung bekommen, die sie verdienen. Sie treffen sich dort drüben. Aber es ist gut versteckt und nur der Doktor hat den Code. Zuerst macht er Krach mit dem Feuer bei seinem Büro. Dann macht er Krach mit dem Feuer vor mir. Und dann macht er Krach hinter mir. Sie werden sehen, er kann seine Lektionen nicht. Danke, Wolf. Du bist ein schlauer Junge. Du wirst in diesem Schuljahr gute Noten bekommen. Aber jetzt musst du versuchen, deine Lektionen still aufzusagen. Da ich der Professor bin, weiß und sehe ich alles. Du brauchst also nicht zu schreien. Wie Sie meinen, Professor Schwartz. Das brauche ich nicht mehr. So, er hat schon wieder seine Verkleidung abgelegt und ja, der gute Wolf hat uns einen entscheidenden Tipp gegeben. So, wir machen Krach mit dem Feuer beim Büro. Dann machen wir Krach mit dem Feuer vor Wolf. Und dann machen wir Krach hinter Wolf. Und zwar mit dem Feuer ganz hinten, mit der Fackel, direkt bei der Wand. Es funktioniert. Ganz einfach. Ja, ganz einfach. Und dann ergibt sich so ein geheimer Raum. Entschuldigung, aber ich verstehe nicht, was Sie sagen wollen. Wenn ich mich vorstellen darf, ich bin... Wer du bist, hat nichts zu bedeuten. Wichtig ist nur deine Verehrung des Einen. Du bist gekommen, um den großen Herrn anzurufen. Und nun frage ich dich, wer bin ich, elender Sterblicher? Ja, krass, dass hier so ein komischer Typ sitzt. Von dem hatten wir gerade eben auch schon gelesen in diesem Brief. Und er wurde in dem seltsamen Gedicht erwähnt. Das hatte ich beim letzten Mal dann auch nochmal alles angeschaut, denn ich hatte zuerst keine Ahnung, wie er heißt. Das ist der Meister Licht, und zwar Licht der Tiefe. Selbst dein jämmerlicher Geist kann Erleuchtung finden, bevor er zur Nahrung für die Diener des Chaos wird. Wo sind all die armen Seelen, die in London entführt wurden? Und was ist mit den anderen, die hier auf ihren Reisen vorbeikamen? Deine Suche ist vergeblich. Du bedeutest dem großen Herrn nichts. Bald wird er unseren Ruf erhören. Wenn diese Titanen sich für das Erwachen ihres Königs versammeln, wird der schlafende Herr auf Erden wandeln. Du und deinesgleichen werdet euch das Fleisch von den Knochen reißen, wenn ihr erfahrt, wie euer Leben den großen Herrn und Meister beleidigt. Du wirst um den Abgrund bitten, wie alle vor dir, die den großen Einen ernährt haben. Die, die ihr schwaches Fleisch unserem Herrn gaben, schreien nach seiner Wiederkehr. Und das wirst auch du tun. Er liegt da, träumend, still, hungrig
und wartet auf seine Anhänger. Zittere vor Furcht. Siehe, der große Eine kehrt zurück. Er macht so einen Krach. Ich sollte mich lieber auf den Weg machen, bevor er das gesamte Personal herbeiruft. Okay, ja, aber krass, dass hier so ein geheimer Raum ist und dieser Meister sitzt einfach hier und verkündet seinen Glauben. Oder wie darf man das verstehen? Ist er sowas wie ein Prophet mit seinen ganzen Tattoos? Ja, und ich glaube nicht, dass ich möchte, dass der große Eine wiederkommt. Okay, wir müssen jetzt hier weg und können nicht die Treppe nehmen. Deswegen benutzen wir jetzt den coolen Aufzug. Extra für Dr. Gygax. Ich hoffe, das geht jetzt. Ich habe noch nicht alles untersucht. Du hast noch nicht alles untersucht. Was hast du denn noch nicht untersucht? Ach so, das ist ein alter Spielstand. Ist verschlossen. Deswegen muss ich das hier jetzt noch einmal öffnen. Das haben wir gelesen. Moment, ja, mal. Ja. Hier ist ein so, das Diese haben wir Punkte. Auch. Und dann, ach ja, genau, wir oh mein Gott. Machen das hier noch schnell auf. Diese Vögel stammen aus der Voliere. Ein Notizbuch mit den Experimenten von Dr. Gygax. Ja, das haben wir auch gelesen. Hier gibt's noch mehr Spuren. Was ist das? Eine Batterie. Mir tun die Patienten leid, die an diese Maschine gebunden waren. Die blassen Zeichen auf dieser Tafel sind... Okay, und... Genau, hier noch nach dem anonymen Patienten suchen. Ah, da ist die Akte, die ich gesucht habe. Es kann nur die unseres mysteriösen Patienten sein. Was für eine merkwürdige Person. Okay, anonyme Akte. Nur eine der Akten im Untersuchungsraum des Instituts ist neu genug, um zu dem in Professor Herzogs Brief erwähnten Patienten zu passen. Der Akte nach wurde der Mann dem Tode nahe an einem Flussufer gefunden. Er blieb mehrere Monate lang in der Stadt seiner Retter. Leider litt er an plötzlichen, unkontrollierbaren Wutausbrüchen und wurde in eine örtliche Irrenanstalt verlegt. Er zeigte keine Anzeichen der Besserung unter ihrer Obhut und wurde daraufhin in das schwarze Edelweiß geschickt. Dieser Patient ist stumm und leidet an den Nachwirkungen eines Schädelbruchs und an Amnesie. Er kann niedere Aufgaben verrichten und scheint eine außergewöhnliche Begabung für die Lektionen zu besitzen, die hier erteilt werden. Wie merkwürdig. Okay, das war's dann aber, oder? Ich brauche einen Namen, um meine Nachforschungen fortzusetzen. Ja, dann versuche ich jetzt nochmal den Aufzug zu rufen. Eins, zwei, drei... Und einmal lang. Okay. Wo sind wir jetzt? Ich glaube, wir sind in der Waschküche. Mal gucken, ob wir hier irgendwo raus können. Unmöglich. Unmöglich. Fest verschlossen. Fest verschlossen. Ich muss vorsichtig sein, um keine Aufmerksamkeit zu erregen. Okay. Und hier hinten wartet jemand. Entschuldigen Sie bitte, ich brauche Ihre Hilfe. Er scheint mich nicht zu hören. Hallo. Moriarty,
Moriarty, mein schlimmster Feind und außerdem totgesagt. Wer hätte gedacht, dass dieser Dämon einen so tiefen Fall in Reichenbach überleben konnte? Er scheint nur ein Schatten seiner selbst zu sein. Kein Zweifel, er hat wirklich sein Gedächtnis verloren und kann deshalb nichts mit diesen Vorkommnissen zu tun haben. Okay, das ist Moriarty und der ist zufälligerweise auch hier. Und er ist nicht gestorben bei den Reichenbach-Fällen. Okay, krass. Der weiß nicht, dass wir Sherlock Holmes sind. Finden Sie diesen Problemfall so schnell wie möglich und bringen Sie ihn in den Behandlungsraum. Ich werde mich um sein Gedächtnis kümmern. Professor, hören Sie diese Stimme? Dieser Mann, der mit den beiden anderen spricht. Ein hochintelligenter und sehr fähiger Mann. Er kommt näher. Jetzt ist er direkt hinter dieser Tür. Sie kennen ihn, Professor. Kommen Sie, Professor. Sie können ihn doch nicht einfach vergessen haben. Ich helfe Ihrer Erinnerung auf die Sprünge, Professor. Ich werde Ihnen seine Identität enthüllen. Ich werde Ihnen seinen Namen sagen. Sie kennen ihn gut, Professor. Es ist Sherlock Holmes. Er ist vollkommen verrückt geworden. Wir brauchen Verstärkung. Sehr gut. Er hat doch noch eine Assoziation zu Sherlock Holmes. Okay, hier ist wahrscheinlich jetzt nichts mehr. Heißt das, wir können auch einfach dort oben hinaus? Oder nicht? Und wo ist der Doktor jetzt? Der müsste doch auch irgendwo hier noch sein. Okay, können wir hier irgendetwas mitnehmen? Sieht nicht so aus. So, wo kommen wir jetzt hier bitte hin? Hier ist noch so ein Aufzug. Kann ich hier raus? Sieht nicht so aus. Was ist das? Die Wäscherei. Zuerst muss ich mich wieder als Amos verkleiden. Ach so. Hochstapler, hier ist er. Dir zeige ich, wo es lang geht. Komm her. Der Doktor ist nicht da? Wir hatten heute interne Probleme. Der Herr Direktor ist mit dringenden Krankenhausangelegenheiten beschäftigt und darf nicht gestört werden. Na schön. Dann nehmen wir diesen lästigen Wicht eben mit. Vielleicht können der Doktor und ich morgen unsere andere Angelegenheit besprechen. Zuallererst, mein Freund, sollten Sie wissen, dass Sie es mit zwei berühmten Profis zu tun haben. Ihr Betrug ist gescheitert und Sie sollten wissen, dass es unmöglich ist, uns zu täuschen. Wer sind Sie und warum sind Sie hier? Was meinen Sie denn, Watson? Hey, Holmes! Aber was machen Sie denn hier? Und Sie sind weiß wie ein Laken, als hätten Sie einen Geist gesehen. Das ist gut möglich, Watson. Gut möglich.